So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite Battle Royale Folge und ich weiß schon gar nicht mehr, bei welcher Folge wir sind. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, schon über 30 oder so. Und auf jeden Fall, heute ist nochmal ein Update rausgekommen. Ich denke mal, dass ich die Folge dann auch an dem Tag sogar noch hochladen werde, weil das Update rausgekommen ist. Und zwar, wie man schon gerade sieht, in der Lobby haben die jetzt die Minimap eingeblendet. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch schon drin war. Habe ich eigentlich echt nie drauf geachtet. Dann, wie man jetzt gerade sieht, ist bei Dusty Depot haben die jetzt noch mal ein bisschen mehr grün gemacht und bei Tilted ist, glaube ich, sogar ein neues Gebäude dazu gekommen, wo halt der Meteorit eingeschlagen ist. Da haben sie jetzt auf jeden Fall was Neues, glaube ich, hingemacht. Da war ich zwar nicht in der Runde, aber man hat es einfach halt gesehen. Und ja, dann gibt es jetzt halt noch diesen neuen Spielwiese oder wie auch immer das heißt, Modus. Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht gespielt, will ich auch noch auf jeden Fall machen, weil da war irgendwie die Warteschlange zu lang. Und ja, da werde ich dann, denke ich mal, auch davon mal ein Video hochladen, wenn das cool ist. Eigentlich habe ich immer gesagt, ich will eigentlich von jedem Spielmodus, der immer rauskommt, immer halt ein Video machen. Aber ja, manchmal waren die dann halt nicht so krass, dass ich gesagt habe, ja, jetzt müssen die irgendwie aufgenommen werden. Aber das ist anscheinend sehr begehrt, dass mit dieser Spielwiese oder wie das hieß. Und da werden wir auf jeden Fall mal noch was dazu machen, denke ich mal. Da war noch schon unser erster Gegner. Ja, das war sogar meine erste Runde für heute gewesen, was da. Und wir haben ja dann auch sogar direkt gewonnen, was ich eigentlich selber kaum glauben kann, aber wir haben es getan. Und dann haben sie noch eine neue Waffe dazu gemacht, Alter. Wir sind jetzt Lara Croft, Mann. Hey, wir können jetzt mit Akimbo Pistol spielen und die ist eigentlich saustark. Wenn man überlegt, dass die 41 Damage drückt, jetzt ist ja halt die Frage, ob dann halt nur ein, also es ist ja dann Doppelschuss, ob dann nur ein Schuss 41 Schaden drückt oder ob dann beide zusammen 41 drücken. Weil nämlich, wenn einer schon allein 41 drückt, dann ist das schon heftig eigentlich. Vor allem, die schießt auch eigentlich recht schnell. Das muss man eigentlich bedenken. Also, die kann auf jeden Fall auch stark sein. Man hat es ja gesehen. Also, ich habe innerhalb von zwei Schüssen eigentlich die Wand kaputt gemacht. Also, ich glaube, wenn man die richtig spielt, dann kann die schon richtig krass werden. Aber die ist jetzt halt nicht zum Einsatz gekommen bei mir in der Runde, weil ich gedacht habe, nee, ich will jetzt nicht riskieren irgendwie. Und ja, dann haben wir eigentlich zum größten Teil nur gelootet und da hat sich, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber da im Busch ist einer versteckt, da habe ich einen Doppelheadshot gegeben irgendwie, obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe, also der war auf jeden Fall instant weg. Dann haben wir halt so die Sachen gegönnt und dann habe ich ihn noch ein bisschen gedemütigt. Weil ich einfach meinen musste, weil er ein Buschcamper ist, Alter, scheiße, Mann. Oh nein. Aber ich muss sagen, ich habe dann die restliche Runde, wie man da sieht, also Großteil habe ich auch nur gechillt, weil ich mir gedacht habe, nö, warum soll ich mich jetzt anstrengen, Alter, warum soll ich jetzt einfach überall reinpushen? Ich meine, da ist ein guter Spot gewesen, dann bin ich halt, hab gewartet, bis die Wand kommt, also bis die Zone kommt und dann bin ich halt mit Jumphead einfach weggeflogen und habe mich dann auf den Baum gecampt, weil ich mir gedacht habe, ja, da sieht mich eh keiner. So, da ist dann jetzt die Möglichkeit, einmal hier fliegen wir dann auf den Baum drauf und da hinten sieht man schon, wie sich wieder welche beefen. Und da wird auch die Zone am Ende hingehen, an die Stelle. Deswegen immer schön im Auge behalten. Und da wollte ich dann unbedingt gleich einen, wollte ich unbedingt treffen. Und ich habe noch zwei oder dreimal habe ich schon sogar 20 Schaden getroffen. Dann sieht man schon, wie er so verzweifelt baut. Das finde ich immer so lustig, wenn die sehen, oh scheiße, ich werde angeschossen, ich muss bauen. So, dann kam natürlich die Zone. Da sind überall Basen gebaut und da ist dann schon ein Gegner, der uns nicht sieht. Und da habe ich gedacht, ja, holen wir uns den, der hat auf jeden Fall nicht mehr viel Leben gehabt. War dann halt ein easy kill gewesen und jetzt hole ich mir natürlich jetzt die Schlüsselwaffe für die Runde und das ist der Tuba, weil ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich mit dem dann noch wirklich so gut reinhaue. Es war halt, ich habe dann halt auch nur bis auf die Zone gekämpft, dann wurde ich halt von dem Angriff halt da reingetut. Zum Glück hat er mich, glaube ich, irgendwie nicht wahrgenommen, also er hat nicht den Hitmarker, den er mir gemacht hat, irgendwie wahrscheinlich nicht gehört oder so, weil sonst wäre er wahrscheinlich runtergepusht. Da habe ich mich halt wieder aufgehalten, da war dann halt noch der andere Gegner. Da, der hat mir die ersten vier Schüsse irgendwie nicht getroffen, aber egal. Und ja, dann boller ich da jetzt mit dem Tuba einfach die ganze Base weg, das alles weg, weil ich gedacht habe, sicher, lieber alles wegschießen. Und ich habe sogar eine gute Deckung gehabt durch das, muss ich mal sagen. Und dann kommt der natürlich gleich raus. Und dann sieht er mich, glaube ich, beim ersten Mal sieht er mich gar nicht. Da ist er und er hat mich, glaube ich, im ersten Mal nicht wahrgenommen, deswegen konnte ich ihn auch gut treffen irgendwie. Dann habe ich ein paar Mal getroffen, irgendwie zweimal, dreimal, dann habe ich eine 14er Schaden gemacht. Also 5 Kills, ist eigentlich ganz solide, war, glaube ich, eine ganz gute Runde, halbwegs. Und dann würde ich einfach sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video oder beim nächsten Stream. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Und jetzt muss ich noch mal hin, Alter. Tschüss.